Ah, der Kaktussmoothie, danke. Ihr trinkt das. Noch nie einen Kaktussmoothie getrunken. Ah, da erwachen die Lebensgeister. Das Zeug geht durch und durch. Vielen Dank. Jetzt können wir unseren Dienst hier fortsetzen. Was für eine Erleichterung. Es scheint euch allen wieder gut zu gehen. Hier gibt es keine Stelle, an der ich einen Zugang öffnen kann. Und Zelda, wie ist es gelaufen? Konntest du einen dieser Risse schließen? Nö, leider nicht. Du konntest sie nicht schließen? Dann ist die Kultstätte also der einzige Weg, um sie loszuwerden. Doch der Zugang dorthin bleibt uns verwehrt. Dona, AZ möchte euch sehen. Sie will über eure Fortschritte in Kenntnis gesetzt werden. Ihr sollt bitte zusammen mit der Hylianerin in den Palast zurückkehren und dort Bericht erstatten. Nun gut. Wir haben noch keine Möglichkeit gefunden, deine Fähigkeiten zu beweisen. Aber dieser Aufforderung müssen wir Folge leisten. Ich gehe schon mal vor. Wir sehen uns dann im Palast. Joa. Leider, leider. Wohlan, Dona. Ist euch der Nachweis gelungen, dass sie Risse schließen kann? Das war nicht, aber dennoch möchte ich euch ersuchen, ihr nur ein wenig gehört zu. Trotz eurer großartigen Ankündigung ist es euch also nicht gelungen, ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Nun ja, der Versuch war zum Scheitern verurteilt. Ihr werdet von dieser Person an der Nase herumgeführt. Das kann und sollte ich nicht einfach glauben. Was für ein Grund sollte sie haben, mich zu täuschen? Zudem hat sie ihr Möglichstes gegeben, um zu beweisen, dass sie Risse schließen kann. Glaubt ihr, sie ist durch die halbe Wüste gerannt, nur um mich zu verhöhnen? Nein, sie spricht die Wahrheit und ich bin bereit, alles darauf zu verwetten. Ich will keine einzige Soldatin mehr verlieren, deshalb möchte ich an Zeldas Seite losziehen und den Riss schließen. Egal wie es ausgeht, ich werde die Konsequenzen tragen. Also Königin Sera, bitte erlaubt uns Zugang zur Kultstätte. Dona, du vertraust ihr wirklich so sehr, dass du deine Ehre als Kriegerin aufs Spiel setzt? Ja, das tue ich. Du bist zu einer würdigen Kriegerin herangewachsen, meine Tochter. Auch ich kann nicht länger zusehen, wie unser Stamm von diesen andauernden Monsterangriffen zermürbt wird. Wenn du dich so für sie einsetzt, dann will ich auch unser Schicksal in ihre Hände legen. Aber Königin Sera, wenn der Sand vom Zugang der Kultstätte entfernt wird, dann gibt es nichts mehr, was die Monster zurückhält. Wenn dort Monster auftauchen sollten, müssen sie erst einmal an mir vorbeikommen. Ha, nichts als Großsprecherei. Was glaubt ihr alle denn ausrichten zu können? Sie wird nicht allein sein. Was wollt ihr denn hier? Wir haben alles mit angehört. Königin Sera, Rosette, diese Hylianerin hat uns gerettet. Auch mir hat sie geholfen, bei der Grabhöhle. Und uns auch. Wenn die Chance besteht, den Riss zu schließen, dann sind wir zur Stelle. Ja, auch wir kämpfen nur zu gerne an Donas Seite. Du hast die Kriegerin gehört, Facette. Bist du trotz allem nicht bereit, diese Zelda anzuhören? Was muss ich da aus eurem Munde hören? Solch eine Haltung ist einer Königin unwürdig. Schaut ihr denn nicht den schädlichen Versuch dieser Hylianerin, unsere Notlage auszunutzen, um uns zu täuschen? Wachen! Dieses Mädchen ist eine Schurkin, die uns Gerudo hinters Licht führen will. In den Kerker mit ihr. Was? Facette? Königin Sera. Was ist? Der Riss im Osten bei der Ruine des Wüstentempels ist größer geworden und hat einige unserer Kriegerinnen verschluckt. Oh nein, bring mich sofort dorthin. Jawohl. Spiel ist endlich da? Ach cool. Ihr kommt auch mit. Jawohl.
Königin Sera, so wartet doch. Sich ohne jede Vorbereitung dorthin zu begeben, ist viel zu gefährlich. Aber diese Berater, ne? Das ist immer so auch früher bei den Königen oder so, diese Berater, die ist immer so das Schlimmste, glaube ich. Auch wenn man so Serien guckt, so. Die manipulieren, die intrigenmäßiges Zeugs machen, in Leute da und so. Manchmal kriegen die halt gar nicht die richtigen Informationen, die das entscheiden müssten. Der Riss ist größer geworden. Vielleicht kann ich dort einen Zugang öffnen. Wir sollten ihnen folgen. Ich kann nicht hüpfen. Oh mein Gott, der ist ja echt groß geworden. Da war einfach ein Monster drunter. Das habe ich noch gar nicht gesehen vorher. An diesem Riss wurden sie verschluckt? Geht nicht so nah ran. Wir müssen sie retten. Aber wie? Bitte da gerade echt den Riss zu schlagen? Okay. Asset, wir sind bislang deinem Rat gefolgt und haben uns ganz auf das Bekämpfen der Monster konzentriert. Sage mir, warum breitet sich der Riss trotz unserer Bemühungen weiter aus? Vermutlich haben wir noch nicht genug Monster besiegt. Königin Sera, hier ist es zu gefährlich für euch. Wir sollten uns zurück in den Palast begeben und die Angelegenheit in aller Ruhe. Was redest du da? Ein paar der unsrigen sind von diesem Riss verschluckt worden. Willst du, dass wir sie einfach im Stich lassen? Oh ja, wir gehen einfach mal hier. Hier kann ich einen Zugang öffnen. Weiche zurück, Zelda. Was ist das, Zelda? Du willst den Riss von dort aus betreten und ihn dann schließen? Und so kehren auch die verschwundenen Personen zu uns zurück? Das wäre ja fantastisch. Ich bitte dich, schließ den Riss für uns. Okidoki. Wir befinden uns jetzt zwar in der Welt des Nichts, aber es gibt keine Verbindung zum großen Riss. Dennoch spüre ich hier meine Gefährten. Sie bewegen sich nicht. Ich glaube, irgendwas hält sie gefangen. Wenn wir sie befreien können, können wir diesen Riss schließen. Ich spüre ihre Anwesenheit an 5 Stellen. Sie sind irgendwo in dieser Welt des Nichts. Wir müssen sie finden und befreien. Okay, okay. 5 Stück gleich. Mir auch so bekannt vor. Da oben schwebt eine. So, wir gehen mal da rein. Das hier ist eher so Super Mario Level gerade. Das könnte nach hinten losgehen. So, Stelle 1 haben wir. Fehlen noch 4. Thank you.
noch? Wir können das Teil. Das ist Treibsand. Das Problem, was wir haben. Warte mal. So. So, Nummer 2 haben wir. Das ist das, was wir da oben schon gesehen haben. Jetzt die Frage, wo wir hier wieder wegkommen. Ah, hier oben geht es nämlich auch noch weiter. Nanu, ist das nicht diese Facette, die so gegen uns gewettert hat? Aber war sie nicht gerade noch draußen? Ich frage mich, wie sie plötzlich hier im Riss gelandet ist. Das ist sie nämlich gar nicht. Deswegen habe ich mir gedacht, die anderen haben so rote Augen gehabt, aber die hat keine roten Augen gehabt, deswegen... Das ist auch ein bisschen weird, wenn da so eine Spinne einfach um die Person dreimal rumkrabbelt. Ist sie nämlich auch ausgetauscht worden. Jo. Echt lustig. Oh, das ist das ist sehr interessant jetzt gerade hier. Die lässt uns hier gleich abstürzen. Ja, vielen Dank. Wie komme ich jetzt hier wieder hoch? Sowas finde ich halt echt cool eigentlich. Verdammt, das waren die Luxusbetten. Oh mein Gott. Die sind natürlich ein bisschen, die brauchen ja 2. Sind aber irgendwie nicht länger als die anderen. So, aber da hinten ging es ja auch noch weiter. Oder? Ging es da nicht irgendwo? Nee, okay, das ist das, wo ich hier bin. Da drüben würde ich auch hochkommen, glaube ich.
Ja, doof, dass sie dann immer. Jetzt noch schnell wegen Preis beschweren. Wir haben alle meine Gefährten in dieser Welt nichts gefunden. Damit können wir diesen Riss nun schließen. Was war da links noch? Gar nichts, ne? Da wird nichts. Also hier sind keine Schatzkisten oder Erzcontainer, aber sonst kannst du die ja später nicht mehr bekommen. Deswegen. Meine Gefährten haben ihre Kraft mit mir geteilt. Oh, wir kriegen. Oh, dann kriegen wir ja doch noch ordentlich mehr. Oder? Ah, nee, das hat nur so ein bisschen was gebracht. Gar nicht komplett. Okay, das ist gar nicht jedes Mal, sondern für jeden Riss kriegen wir XP. Und wenn die Leiste voll ist, dann kriegt er ein neues Level up. Und auch ein Triforce mehr. Das heißt, wir müssen jetzt, glaube ich, nochmal zwei Risse schließen oder so. Wahrscheinlich bringen die Geruscherinnen ein bisschen mehr. Gehe ich mal einfach von aus. Oh. Zelda! Wo bin ich? Der Riss hat mich verschluckt. Du bist wieder wach? Ich bin so froh, dass ihr alle in Sicherheit seid. Der Riss, sie hat es geschafft. Sie hat ihn geschlossen. Ja, wir haben es auch gesehen. Dieses Mädchen verfügt über eine wundersame Kraft. Facet, was ist mit euch? Ich muss zurück in den Palast. Im Moment ist ja niemand dort und... Hä? Hm? Was ist mit mir passiert? Facet? Eine zweite Facette? Königin Sera und Dona, was ist denn geschehen? Was macht ihr hier? Ich wollte den Riss untersuchen, der sich hier in der Wüste gebildet hatte. Aber dann, ach ja, ich wurde von dem Riss verschlungen. Ich verstehe. Königin Sera, seid auf der Hut, sie ist aus dem Riss gekommen. Womöglich ist sie mit den Monstern im Bunde. Ja, es kann gar nicht anders sein. So, so. Welcher von euch werde ich wohl mehr Glauben schenken? Was denkst du? Ja, du entkommst mir nicht. Oh. Einfach Strike. Wow. Sie hat sich in Luft aufgelöst. Die war also tatsächlich nur ein Trugbild. Seit die Risse aufgetaucht sind, hat Facet immer wieder Äußerungen getätigt, die untypisch für sie waren. Und dann hatte sie angeblich diese Überlieferung gefunden, nach der es genüge Monster zu besiegen, um die Risse zu schließen. Sie war es auch, die vorschlug, den Zugang zur Wüstenkultstätte zu blockieren. Facet hat diesen Plan hervorgebracht, nachdem wir davon erfahren hatten, dass der Riss in den Sodelia-Wäldern verschwunden war. Es ist gut möglich, dass sie auf diese Weise Zelda von unserem Riss fernhalten wollte. Warum sollte sie so etwas tun? Ganz offensichtlich wollte sie nicht, dass der Riss geschlossen wird. Das war die Grundlage ihres Lügengebäudes. Zelda, auch wenn ich einer Täuschung unterlag, so ist das keine Entschuldigung für den Mangel an Respekt dir gegenüber. Wir sind deiner Großzügigkeit ausgeliefert. Ich bitte dich, rette Gerudo. Hiermit erteile ich euch die Erlaubnis, den Zugang zur Kultstätte wiederherzustellen. Ja! Vielen Dank, Königin Sera. Der Eingang der Kultstätte wurde in einem Bereich mit fließendem Sand im Süden der Wüste gebaut. Dort gibt es auch eine Höhle, in deren Tiefen wir mittels eines Verschlusses den Sandfluss gesteuert haben.
Bitte erlaubt der Wache vor der Höhle die neue Lage. Bitte erläutert der Wache vor der Höhle die neue Lage. Mitgemacht. Wir haben es geschafft, Zelda. Sobald du deine Vorbereitungen getroffen hast, solltest du dich zur Kultstätte begeben. Unser Schicksal liegt in deinen Händen. Jo. Was ist das hier eigentlich? Okay. Ah, manchmal reden die doch ganz schön, ne? Aber es ist auch wieder so ein Sturm, ne? So, dass du die Karte nicht siehst. Das war ja bei... Das ist nur in der Nähe von den Dings da. Da kommt irgendwie nie was raus. War wirklich nie irgendwas. Ich weiß schon Bescheid. In der Höhle befindet sich der Verschluss, der zum Statue steht, der zum Stauen des Jandes verwendet wird. Nur, leider wimmelt es da drin plötzlich nur so von Monstern, sodass man nicht mehr so einfach dorthin gelangt. Dabei müsste man lediglich den Stöpsel ziehen, damit der Sand abfließt und die Kultstätte wieder zugänglich wird. Um den Zugang zum Risch freizulegen, müssen wir den Stöpsel erreichen. Dann los. Wie Stöpsel ziehen, wie so eine Badewanne. Ich brauche doch bestimmt hier irgendwie sowas. Okay, das ist so ein Schalter. Ist das da oben Deko? Seil, ja, ne? Ja. Ah, okay, das... Mumien. Gibt es, ja. So, das ist der kleine Schlüssel für die Tür da hinten. Der ist auch weg. Ja, noch Pusche Pusche. Der ist halt echt strong, richtig strong. Gut, dass wir den geholt haben.
Ah, okay. Das ist der Ausgang. Dass wir nicht erst dahin gegangen sind.